geht's schon los? Meine Frisur sitzt noch nicht. Spät. Guten Morgen! Heute geht es für uns nach Alicante. Ich schneide gerade noch jetzt kurz ein Video. Wir haben noch unten eine Wäsche drin. Ich muss noch Koffer packen. Ich will noch trainieren gehen. Ich habe noch nichts gegessen. Es muss auf jeden Fall alles noch irgendwie eingepackt werden. Drohne ist dabei. GoPro, zweite GoPro. Extra Batterien, Powerbank, großes Stativ noch dabei. Halterung fürs Handy. Das ganze Zubehör für die GoPro noch. Und was ich auch noch übrigens machen muss. Ich muss noch die neue GoPro auspacken. Ganz böse Erinnerungen habe ich an die GoPro. Deswegen habe ich die, wie gekommen ist, einfach in den Schrank gepackt. Und ja, jetzt brauchen wir es, jetzt muss ich es auch auspacken. Ich muss dann irgendwie noch das Skateboard fit machen für den Koffer, weil das muss irgendwie. Das muss irgendwie hier reinpassen. Und wir haben nämlich auch nur einen großen Koffer für uns beide. Zwei oder einen Handgepäckskoffer und noch eine große Reisetasche, die wir dann mitnehmen müssen. Also wir haben noch einiges zu tun, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen. Ach so, und die Wohnung müssen wir auch noch aufräumen irgendwie. Wir haben schon 12 Uhr, in der Stunde müssen wir die Wohnung verlassen. Ich habe noch nicht gepackt, ich muss mich noch fertig machen. Das View liegt gerade noch hoch. Ja, trainieren konnte ich jetzt auch nicht mehr, es war ein bisschen knapp von der Zeit her. Ist denn im Koffer noch Platz überhaupt? Nö. Nicht? Ja, ich muss meine Sachen ja auch noch einpacken. Also ich muss irgendwie das Geld noch reinbekommen und meine Sachen noch packen. Ich habe noch gar nichts gepackt. Das muss ich jetzt alles noch machen. Wäscheständer raus. Das ist, wird nicht trocken. Das dauert 1 Stunde 45 Minuten. Das Programm. Ich wollte dich gerade fragen, was mit den Sachen aus dem Trockner ist, weil ich mir die Sachen anziehen wollte. Drei. Das will ich nicht. Das nicht, das nicht. Ja, die kann ich mal mitnehmen. So, ich müsste alles haben. Okay, wie viele Minuten haben wir noch? 25 Minuten noch, okay. Ich muss jetzt noch duschen, ich dusche noch schnell. Schatz, sind meine Sachen trocken? Weiß ich nicht, Ja, die sind trocken. Ja. Puh, mal Glück gehabt. Okay, was fehlt noch? Tanzen mal ganz kurz mit mir in den Koffer, ich mach alles ab. Skateboard im Koffer. Check. Sehr gut. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Haben wir alles? Wie viel haben wir? 5 vor 1. Ey, es war so ein Stress, ja. Ungelogen. Weil du heute Nacht angefangen hast zu packen. Ich habe um halb eins habe ich angefangen. Ich warum? Hi. Machst du sowas? Lustig. Hallo. Oh Mann, wir waren nicht witzig. So wie du das gerade hochhebst, dann ist es ungefähr 75. Boah, Lars, da vorne doch nochmal angehört. Wo? Ja. Ja, wo die 0,2 steht. Also ich sag mal so, es ist schwerer als Reiner. Wie viel haben wir? 20 oder 23? 20. Ich hab ihn nicht. Doch, den habe ich dir doch eben gegeben. Wie lange fliegen wir? Zweieinhalb Stunden. Wir müssen gucken, weil wir den Mietwagen abholen müssen um 7:30 und wir landen erst um 6:30. Und dann müssen wir in die Villa einchecken und wir müssen dann nochmal einkaufen gehen. I'm gonna go.
Weißt du, was wir voll vergessen haben? Die Kekse. Hallo, das sind unsere Flugkekse. Das sind die Flugkekse. Die essen wir immer, wenn wir fliegen. Die sind sogar vegan. Hallo, Alika. Richtig clever, ihr zwei. Echt geil. Wir sind gerade gelandet. Lukas, ich hole gerade einen Mietwagen, weil wir nämlich jetzt schon, wie viel haben wir? Ja, wir haben jetzt 7:30 und 7:30 müssen wir die schon abholen. Ich weiß nicht, wie lange es mit dem Gepäck noch dauert. Deswegen holen wir jetzt schon den Mietwagen und dann treffen wir die anderen. We drive and we come back with the cars. Ja. Yeah. Number 22 and is normal Benzin. Thank you. Thank you. Boah, was ein Chaos, ey. Wir sind bei der Mietwagenstation, Lukas und ich. Wir mussten zum 147 Euro extra bezahlen, weil Lukas keine Kreditkarte hat, aber die konnten den Namen auch in dem System nicht ändern. Keine Ahnung, was ist das eigentlich für Musik? Keine Ahnung, was da jetzt genau passiert, was los ist. Die anderen warten jedenfalls am Flughafen jetzt auf uns. Also total... Ich war, die Polizei ist hinter uns. Ey, das war so ein Chaos. Wir sind von der Mietwagenstation zum Flughafen gefahren und Lukas ist falsch gefahren und deswegen kam gerade die Polizei hinter uns her. Wir waren in der Kurve, in der Abbiegekurve schon und wir sind dann rückwärts aus der Kurve rausgefahren. Hinter uns waren 1000 Autos und dann mussten wir links abbiegen. Richtig hohl, richtig hohl. Ey. Wieso, Lukas, ich kann nicht abbiegen. Hi. Hello. 8. They disappeared. Ah. No, they are buying something from the supermarket. Ah, okay. Yeah. It was so stressful. The police was behind us and it was so... It was what were you doing? They must mitkommen, der Pool wird gezeigt. Ach so. Cool area. So this will cool. Be the... You will see this is the access from the living area. Oh. It's a nice house. Yeah, it's really beautiful. Let's see. The pool is salt water, yeah? Yeah, salt. I know. Better for the skin. Yes, as well. Yeah. Then here we have the master with ensuite bathroom. This one has his own bathroom here. And we have another bathroom here on your left. Yeah, it's quite a big. Ah, yeah. Okay. Yeah. So the cushions are for this one. Yeah? Mm-hmm. Alter, wie geil ist das denn, ey? So this is a very nice. Like now it's fantastic. Yeah. In the day it's too hot here, but like now it's great. Okay. Thank you. Bye. Wie viel habt ihr bezahlt? Das ist immer so geil. Es ist einfach so geil. Das ist echt ultra nice. Das ist ganz geil, oder? Kann man schon mal machen, ey. Gibt's nicht so eine Serie? Auf MTV gab es die doch immer, wo jemand, wo die ihre Häuser vorgestellt haben. And welcome to my Mansion. Das denn hin? Das ist geil, oder? Kann ich hier bitte einziehen? Das ist richtig fett. Vor allem kannst du hier oben runterspringen. Du kannst in den Pool springen. Das solltest du besser nicht. Doch, du kannst hier in den Pool springen. Das ist mega geil. Ja, das sieht echt richtig fett aus. Sieht richtig geil aus. Hallo! Du bist fett! Wenn ich gleich auf dich springe. Wir sind hier. Oh Gott! Ich zieh hier komm, ein! Komm mal runter! Ja, spring da! Spring nee. Da! Mit dem Körper, Alter! Spring da rein! Nein! Wer war das? Halt, ich zieh meine Wade. Du bist aber nicht von oben gesprungen, Alter! Ja, ich bin von oben gesprungen! Ey, das sieht so mega geil aus, aber jetzt erstmal in den Pool springen. Hier, nein, ich komm jetzt. Haha, ich bin vor dir. Ja, aber dann
Ja! Ja! Das Blöde ist, ich hab keine Hand überhaupt so. Alter, was hier alles drin ist, ey. Alter, Lars, das kommt damit alles aus. Das ist schon alles unter Wasser. Nein, die Korte, die schwimmt einfach alles. Lars, komm. Das ist das. Das ist nein! Ey, die Hütte ist einfach der Wahnsinn. Es ist so geil. Wir haben jetzt eingecheckt. Die Inge hat uns das Haus gezeigt. Die anderen waren währenddessen einkaufen gewesen. Wir haben den Pool schon abgecheckt. Und die Hütte ist einfach der Wahnsinn. Ja, den Rest werde ich euch morgen in Ruhe zeigen. Wir haben noch eine Dachterrasse oben, noch einen Rooftop. Richtig cool, richtig abgefahren. Wir essen jetzt noch was zusammen und werden dann auf jeden Fall heute nicht mehr so viel machen.